So, wo sind wir denn rangtechnisch? Auf 7 und 8. Kann man das hier irgendwo sehen? Charts. Beste Spieler aller Zeiten. Da sind wir mit dem grauen Hexer. Oh, das Ding hat eine User-Wertung von 81, Junge. Richtig nice. Platz 29, das ist gut. All-Time-Charts. Sind wir auf Platz 12? Das sind die Verkäufe, ne? Ja, 235.000 Einheiten haben wir schon verkauft. Richtig nice. Wöchentliche Charts. Sind wir auf 7 und 8. Sehr nice. Chickens in My Town. Bestverkaufte Addons. Oh, der graue Hexer. Wir sind auf Platz. Alter, guck mal hier. Die bestverkauften Addons aller Zeiten. Uns gehören 5 von 7. Ist das nicht geil? Budget Games haben wir noch nicht. Bundles haben wir auch noch nicht. Und alles andere haben wir auch nicht. Oh, wir sind gar nicht so schlecht. Wir sind gar nicht so schlecht. Das läuft. Vor allem der Sound wird auch immer gut. Dann brauchen wir eigentlich noch eine Technikabteilung. Gibt's das so gut? Technik? Grafik. Motion Capture. Produktion. Lagerraum unter Forschung, ja. Lass mal gerade gucken. Arbeitsmarkt. Hardware und Technik. So einen brauche ich, ne? Aber ich weiß nicht, wo arbeiten die denn? Wo arbeiten denn Techniker? Da haben wir zwei. Also hier die Technik könnte besser sein. Ja. Also wir haben die beiden. Ist das denn... Hier, ist das dann hier... Wo sind das jetzt? Ist das Produktion oder was ist das? Oha. Die sind auf alle Fälle nicht das schlechteste Spiel. Sun Ocean wurde gerade jetzt veröffentlicht. Wie kann das schon das schlechteste Spiel des Jahres sein? Das ist scheiße. Oder müssen die Techniker mit in die Entwicklung? Kann natürlich sein, ne? Ich weiß es nicht. Steht hier leider nicht. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das bei der Produktion dann so mit drin ist, ne? Technik. Weil die Technik lässt ja noch zu wünschen übrig. Und die Grafik. Technik, Sound, Grafik und Gameplay. Grafik machen wir als nächstes. Gameplay haben wir die Tester. Aber was beinhaltet denn die Technik? Oder ist das Motion Capturing und so ein Scheiß? Zwischensequenzen, Charaktere, Spezialeffekte, Hintergründe, ich weiß es nicht. Komisch. Auf jeden Fall Grafik als nächstes. Also die hier machen alles. Die Entwickler. Beziehungsweise Programmierer und Game Designer machen alles. Dann haben wir noch einen extra für Gameplay. Einen für Sound, einen für Grafik, aber wir brauchen noch irgendeinen für Technik. Ich weiß nur nicht, wo die arbeiten. Wenn es einer weiß, bitte schreibt es in den Chat. Ansonsten müssen wir mal gucken. So, ist gleich fertig. Können wir gleich raushauen. Nach 69 Wochen. Der graue Hexer läuft auch. Haben schon 1,3 Millionen mitgemacht. Richtig geiler Scheiß. Das Spiel wurde gespeichert. Richtig geiler Scheiß. Und fertig. Können wir raushauen, oder? Grafik. Weil schaffen Grafik noch auf 100, das wäre noch nice. Grafik noch auf 100 wäre gut. Los, machen wir Grafik noch auf 100. Neue Forschung. Ja.
Und neue Plattform. Oha. Sah aus wie ein Handheld. Los, wir machen mir doch die Grafik noch auf 100. Komm schon. Auch die Grafik auf 100. Mach. Jawohl, Grafik ist auf 100. Entwicklung abschließen. Publisher suchen. Ein Denkspiel mit Geschicklichkeit. Data West hat 3,7. Die haben 3,7. Die haben 6,4. Der Hoop Bros. 6,4. 5,5. Würde auch noch gehen. Katari. Boah, die haben aber viele Interesse hier. 4,7. 4,7. Haben wir noch irgendwo 4,7? Kann ich das? Marktstärke, Beziehung, Vergütung, Fanbase. Machen wir nach Marktstärke, ne? So, da wäre dann Katari am besten mit 5,5. Katari mit 5,5. Oder 4,6. Hm. 95,6. 85,5. Ne, genau andersrum. Uff. Komm, wir nehmen Katari. Mal gucken. Ja, ein Hit. Wir haben mitgemacht. Oh Mann, da hau ich aus Versehen gegen das Mikro. Geiler Scheiß. Wir haben mitgemacht. Ein neues Exklusivspiel für Byte 2 hat uns erreicht. Schauen wir, ob sich ein Kauf lohnt. Ich muss zugeben, das Gameplay ist wirklich beeindruckend. Sehr erfrischend. Die Grafiken wurden sehr detailliert gestaltet. Ich habe in einem Spiel noch nie bessere Musik gehört. Streichen Sie Spiel. Die herausragende Steuerung lädt zu Experimenten ein. Überragend gut. Das Spiel ist ein absolutes Muss für Genre-Fans. Top. Yes. Nice. Oh, da freue ich mich richtig. Hahaha. 80%. Wie gesagt, nur die Grafik lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Und das Gameplay anscheinend auch noch. Aber... nice. Okay, dann lass uns mal... wir könnten noch ein Add-on machen. Für den grauen Hexer. Oder warte mal, wir müssen erstmal Marktanalyse machen. Hier wieder einen Spielbericht ausstellen. So die fantastische Schaluppe. Und gleichzeitig haben wir noch ein Update raus zum grauen Hexer. Damit sich das noch ein bisschen hält. Also wir haben 1,4 Millionen mit dem grauen Hexer schon verdient. Mit Add-on sogar 2 Millionen. Und wir kriegen noch einen kleinen Hype Train hier vom Publisher. Richtig nice. Das ist ja richtig nice. Da freue ich mich drüber. So, mal gucken, wie gut wir die fantastische Schaluppe so gemacht haben. Aber ich glaube, der graue Hexer, da wird nichts mehr. Wir müssten noch ein Add-on raushauen. Zum grauen Hexer vielleicht. März 79. Wir haben jetzt... warte, wo stand das hier? Da unten. 80. So. Ja, nach 21 Wochen können wir nochmal... Nüsse auf Stein. Und dann machen wir der graue Hexer... was passt denn bei Blatten? Also Hearts of Stone haben wir jetzt Nüsse aus Stein gemacht. Und dann, das andere war Blood and Wine. Also Blut und Wein. Von Herzen aus Stein haben wir Nüsse aus Stein gemacht. Aus Blut und Wein könnten wir machen... der Feigling vom Rhein. Wenn das passt. Der Feigling vom Rhein.
Das klingt gut. Add-on. Standalone-Add-on können wir auch machen. Okay. So, hier haben wir natürlich alles raus. Alter, guck mal allein, wie teuer das jetzt schon ist. 43.000 nur für ein Add-on. Alter Schwede. Alle Sprachen natürlich wieder. So, Gameplay. Wir lassen das hier mal alles so, glaube ich. Ein rundum gutes Spiel einfach machen. Und dann noch alles damit reinhauen. Oha, wir haben ja schon 10 von 10. Das heißt, wir müssen als nächstes die B-Plus-Dingens nehmen. Aber wir entwickeln erstmal das hier. Sind wir noch Pause hier? So, wären mal gespannt bei der fantastischen Schaluppe. Du? Hallo? Hochwertige Sounds. Genau, der Feigling. Hau rein. Die sind fertig. Dann lass mich mal ganz kurz den Spielbericht ansehen. Zu die Grau... Wo sind die? Ah, hier, die fantastische Schaluppe. Ist bisher unser bestes Spiel. Oh ja, wir haben sehr viel richtig gemacht hier. 8 und 8. Fantasy und Schiffe passt auch gut. Stärkere Gameplay-Priorität. Ey, ihr wollt Gameplay, ihr wollt Grafik? Leute, was wollt ihr denn? Mehr Gameplay, habe ich das aufgeschrieben? Oh ja, tatsächlich. Gameplay. Gameplay und Grafik. Ach so, ach wahrscheinlich hier oben Grafik und unten Gameplay, ne? Aber ich habe ja noch keinen Grafiker. Okay, aber wir haben schon mal ein bisschen was richtig gemacht. Das ist schon mal gut. Spielbericht erstellen. Machen wir mal zu, gib dem Affen Zucker auch noch. Ah, wobei, nee, wir müssen erstmal Aufgabe verschieben. Oh nee, will ich nicht. Um die Aufgabe zu verschieben, klicke einen anderen Raum des gleichen Typs mit der linken Maustaste an. Nee, warte. Abbrechen. Und dann müssen wir erstmal Bugfixing machen. Oder, warte mal. Wir machen erstmal Gameplay verbessern. Ach, ist schon. Okay. Geht nicht. Weil es ein Add-on ist. Dann machen wir Bugfixing. Und los geht's. Dann können die das ja alle so nebenbei machen. Dann hauen wir noch ein Add-on raus für den grauen Hexer. Schon fast ein Jahr jetzt, ne? Ich glaube 56 Wochen, also noch 10 Wochen, dann würden wir ein Jahr schaffen, aber ich glaube, so weit kommen wir nicht mehr. Mit dem Hauptspiel. Aber okay, immerhin, ne? Wurde lange verkauft. Ich denke mal, das wird jetzt rausgenommen. Vertrauensverlust. Okay, gibt keine Lizenzen. Ne, gut, mir egal. Kundensupport. Wir können mal wieder ein kleines Gewinnspiel machen. Zack. Hau mal rein. Wir haben 10.000 Fans. Boah, ist nice halt. Jetzt können wir nochmal in die Charts gucken. Beste Spiele aller Zeiten. Boah, ganz knapp, Alter. 1% Spider-Armageddon. Aber wir haben die besten User-Wertungen. Wir haben die besten User-Wertungen. In den All-Time-Charts. Die fantastische Schaluppe. Ja gut, verkaufte Einheit, ne? 52.000. Blaubart. Der graue Hexer. Läuft mit 270.000. Richtig gut. Wöchentlich sind wir fast oben. Wöchentlich auf 3. Ja, das ist die wöchentliche. Bestverkaufte Addons. Ja. Wart mal ab, da kommt noch eins. Okay, und den Rest haben wir nicht. Dann macht mal, Leute. Mach fertig. So, das war's mit dem grauen Hexer. Der hat uns 1,3 Millionen gebracht. Richtig geiler Scheiß. Machen wir jetzt das eine Ding noch. Und dann
würde ich fast sagen, dass wir noch ein Patch hinterher schieben. Für die fantastische Schalubbe. Viele Fans sind begeistert vom Sound. Kann ich mir vorstellen. Oh. Jetzt müssen wir auf alle Fälle Grafik. Grafik. Steht hier irgendwo, was Produktion macht? Produzieren die denn? Konsolen oder was? Grafik, Marketing, Trainingsraum. An der Technik müssen wir auf alle Fälle noch irgendwie was feiern. Aber ich weiß nicht, was wo ich Techniker einsetzen kann. Sie sind sehr zufrieden. Sehr gut. So, die macht noch ihren Sound. Das lassen wir sie noch machen. Die machen schon mal Polishing. Na, wir sind ja noch nicht fertig. Immer easy. Alter, guck mal, Nüsse aus Stein, Junge, hat schon 600, hat schon über eine halbe Million eingebracht, Alter. Richtig krasser Scheiß. So, Sound ist auch fertig. Dann weg mit dem Ding. Nüsse aus Stein. Tschüss. Ab 16. Ah, wieder eine Top-Bewertung. 83%. Nice. Kann ich eine Engine weiterentwickeln? Updaten? Das war Rollenspiel. Was können wir denn als nächstes machen? Eine Fortsetzung würde ich jetzt noch nicht machen. Vielleicht eine Fortsetzung zum The Race Byte. Wie sieht es hier aus? Byte hat 36%. Katari 36,7. Oha. Mhm. Fast alle haben Controller-Support. Uff, die sind jetzt aber... Uiuiuiuiui, ne? Aber habe ich nicht auch eine Race-Cut-Engine? Ja, hier. Also der Katari holt immer mehr auf, ne? So, hier haben wir noch nichts weiter. Ich weiß halt überhaupt nicht, ob wir die verkaufen. Die Race-Cut-Engine für 9000. Guck mal, Entwicklung ist 12. Ich mach mal 5. Und dann entwickeln wir die mal. Kann ich das irgendwo sehen? Irgendwo ein Finanzbericht oder sowas? Kopierschutz, Anti-Cheat, Marktforschung, Bank. Engine. Vertriebsoption. Publishing-Angebote, Preise, Budget, Game, Add-on. Spiele vom Markt nehmen kann ich noch nicht machen. Plattform Engine. Ja, die ist zum Verkauf. Die sind alle zum Verkauf. Das ist nicht meine. Die grünen sind meine. So, wie sieht's bei euch aus? Auftragsarbeit, habt ihr nix? So. Kann ich irgendwas machen? Oh ja, Motorengeräusche. Hier, hau rein. Dann würde ich noch ein Rennspiel machen. Als Nachfolger. Oder sind die gerade out? Nö, die sind weder in noch out. Oh, schon fertig. Das ging aber schnell. Können wir noch einen Spielbericht erstellen? Ja, hier, so gibt dem Affen Zucker. Machen wir mal. Der graue Hexer war teuer, ne? Wenn ich mir das so angucke. So, ihr geht wieder in Kunin-Support. Der war teuer, der graue Hexer.
Der Feigling vom Rhein. 133.000 gesamt. Sind das die verkauften Einheiten? 106? Ja. Stehen hier irgendwo die Entwicklungskosten? Nee, ne? Systemseller. 22.000 Bytes dazu. Bei 2. 24.000, okay. Oh, alles schon fertig. Okay, dann machen wir mal noch einen Racer, würde ich sagen. Nee, warte, wir wollten ja eine Fortsetzung machen. Eine Fortsetzung. Wo ist er denn? Hier. Modern Racer. Rennspiel. Muss ich mir erstmal einen Spielbericht dazu angucken. Spielbericht zu Modern Racer. Uff. Sport, Simulation oder Action? Oh, wir können Action nehmen. Action. Grafik und Sound. Gut, das können wir alles machen. Action. Steuerung. Optik. Story. Content. Und ein bisschen mehr Core. Okay, also Steuerung ist gut. Also sie wollen Optik. Optik, Action, Story, Content und Core. Optik, Action, Story, Content, Core. Modern Racer 2. Second Race. Zielgruppe. Autorennspiele. Wer spielt denn Autorennspiele? Eigentlich doch jeder, oder nicht? Ja, die können ruhig für Kinder sein, ne? So, warte mal, wir machen erstmal. Habe ich keine Engine ausgewählt? Nee, weil ich doof bin. Wir wollten die Race Cat machen. Ja. Ja. Das müssen wir noch erforschen. So, die wollten Optik. Story. Content. Die Einsteigerfreundlichkeit war doch okay, ne? Spielberichte. Oh, kann ich hier sehen? Oh, nice. Ne? Ach, geht ja doch. Geil. Also Optik. Content, Story. Core und Steuerung. Optik, Content, Story, Core und Steuerung. Steuerung? Achso, sind begeistert. Okay, dann kann die ja so bleiben. Warte mal, das Rennspiel muss auf Action gehen. Das Hauptthema sollte eigentlich Autos sein, ne? Autos haben wir aber nicht. Das ist nicht so gut. Können wir auch gerade nicht erforschen, ne? Lass mal hier nochmal in den Spielbericht gucken. Okay, Unterthemen sind anscheinend egal. Fantasy und Sandbox passt auf jeden Fall nicht. Dann nehmen wir Affen und Würmer. Oder Cyberpunk-Affen vielleicht? Nee, wir nehmen mal Affen und Würmer. Standardspiel. Kinder, okay.
So, Plattform. Machen wir Multi. Als erste Plattform nehmen wir dann aber... Oh, die Katari ist schon dran vorbei. Uiuiui. Ui, ui. Dann die Byte. 8,3. Dann müssen wir den Komodo nehmen. Gibt neue Dev-Kits. Ach du Scheiße, ein ganzer Arsch voll. Uftata. 05, 04, 6, 7. Der Rodovin, der kommt langsam in die Gänge. Marktanteil 0,1%. Dafür ein Explosivspiel? Uff. Weiß ich nicht. Ist ein... auf alle Fälle mal ein Risiko, ne? Müsste man mal gucken, dass man vielleicht mal ein Explosivspiel für irgend so ein neues Gerät macht. So, Sidequests braucht es nicht. Secrets braucht es auch nicht. Highscores auf jeden Fall. Checkpoints bei Rennspielen. Machen wir mal alles rein. Also Sidequests bei Rennspielen überhaupt nicht. Und Secrets brauchst du, glaube ich, auch nicht, ne? Nicht unbedingt. Ich meine, du fährst ja nur. Ist ja ein Rennspiel. Was willst du da machen? Willst du denn da für ein Secret verstellen? So, plus 15. Dann macht ihr das Gameplay für den Modern Racer gleich mit dazu. Und danach fangt ihr mit dem Bugfixing an. Und ihr macht... Hallo? Hey. Bin ich nicht vor... Oh, okay. Und ihr macht gleich den Sound dazu. Und dann geht's los. Dann hauen sie mal rein. Hauen sie rein, hauen sie rein, hauen sie rein. Das Spiel macht mega viel Spaß, wa? Richtig krasses Pferd. Hätte ich nicht gedacht. Und aber, ne? Ganz schön viel. Für noch ein Early Access, ne? Und es fehlt ja noch einiges anscheinend. Hätte ich mir sagen lassen. So, ich hoffe mal, der graue Hexer macht auch mal Gewinn. Sieht im Moment nicht so aus. Der Feigling vom Rhein, der kommt nicht mehr so gut. Aber das Hauptspiel ist ja auch schon vom Markt, ne? War vielleicht keine gute Idee. Ich hoffe, wir machen keinen Verlust mit dem Ding. Weil, Nüsse aus Stein ist auch bald raus. Aber wir sind auf Platz 14. Guck mal, die fantastische Schaluppe ist in den Wochencharts auf Platz 3. Wie krass ist das denn bitte? Hm, läuft hier? Oha, schon 10 Bugs. Ich weiß gar nicht, ob die beim Bugfixen nachher helfen können. Ich glaube nicht, ne? Beim Sound. Oh, ich freue mich auf Grafikstudio. Oh, diese Zeit. Wird Zeit, dass wir ein Grafikstudio kriegen. Was ist das hier unten eigentlich? Ja, das Aufheben von Personal und Objekten. Schön, dass das alles rausblendet. Die Anzeigen sämtlicher Räume. Ah, okay. Nee, dann sehe ich ja nichts. Zeig die Ausstattung deiner Räume. Oh. Ah, nice. Wie sagt mir das keiner? Das hier? Wärmeverteilung ist okay. Verschmutzung? Nö, haben wir nicht. Wir haben ja überall so einen Robotrottel. Aber die Ausstattung, das hätte ich mal früher sehen müssen, Mann. Was ist denn das mit euch hier? Ausstattung ist überall gut. Weil grün. Nur auf dem Klo nicht ganz so gut, aber ansonsten ist das top. Ja, sehr nice. Haben wir aus Versehen gut gebaut. Huch. Uff, 28 Bucks, Alter. Leck mich am Arsch. Na, jetzt müsst ihr aber fixen hier. Fix, fix. Fix, 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 fix. Und wir haben 18,5 auf jeden Fall. Boah, aber wir müssen auf alle Fälle... Von unserem Hexer müssen wir auf jeden Fall... eine Fortsetzung machen. Aber erstmal noch nicht. So. Der Feigling vom Rhein macht jetzt auch Gewinn. 41.000 schon mal. Alter, wir haben allein mit Nüsse aus Stein schon fast 1 Million an Gewinn gemacht. Wir können wieder eine Messe machen. Wir haben momentan eh nur 3 Dinger in der
Dingens.